Willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Wir machen jetzt weiter mit diesem Bonuslevel hier. So, da oben stehen schon zwei mit Schwertern. Das ist ein sehr großes Bonuslevel. Da hinten brauche ich sogar für irgendwas 30.000 Stats. Also die habe ich mittlerweile schon... Seitdem ich eigentlich in das Level reingegangen bin hier. Die erste Münze, die ich aufgesammelt habe, hatte ich direkt schon 30.000. Na super. So, und 1 Million haben wir jetzt, glaube ich, auch schon, ja. Was haben wir hier? Ich sehe es nicht. Ein Raketenwerfer. Wo brauche ich den? Ach, da unten. Nicht da oben. Taucht schneller auf. Und das war ja nicht perfekt, wie ich das gemacht habe. Ah, da kann ich was machen. Oder er kann da was machen? Ja, achso, ja. Brauch einen kleinen Charakter. So, mit dem Raketenwerfer habe ich noch einen Schuss und setze ich dafür ein. Und hier brauche ich 30.000 Stats. Die habe ich. Achso, deswegen ist das offen. Hier ist nochmal ein Raketenwerfer. Eine Schaufel. Ach man, schießt doch einfach da drauf. Nein, nicht. Ach, du bist doch unfähig. Du da hinten haust ab. Den nehme ich mit. Wieder. Okay, ich brauche 3 Speere. Hier wird noch einer drin sein. Und hier ist der letzte. Okay, das da oben ist also nur für Geld. Oh. Trotzdem, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, die ganzen Speere dort anzubringen. Da will ich auch eine Belohnung haben. Naja, ich komme da aber anscheinend nicht ran. Jetzt und jetzt. 66 Millionen haben wir bisher. Okay, was macht das? Das da hoch vielleicht? Nein, aua. Na, ich muss die alle runter schieben. So, nein, nein, jetzt. Wie auch immer diese Kiste dort hängt. Und ich komme weiter. Geht mir aus dem Weg, ich will die goldene Schatztruhe haben. Geschafft. 3 Minuten 34. Ja doch. Doch. Egal. So. Haben wir im letzten Part nicht einen Typen gefunden mit einem Raketenwerfer? Ja, haben wir. Und den haben wir auch im letzten Part schon gekauft. Der sollte hier links stehen. Ja, da ist er. Okay, dann begeben wir uns mal in den Club Obi-Wan. Nicht runterrutschen. Und danach befreien wir das Flugzeug hier. Ich würde einmal kurz was nachgucken. Okay, das... Oh, Moment mal. Da sind wir noch kein wahrer Abenteurer. Lass mich rein. Jetzt. So, mal gucken, wie lange wir brauchen. Und fertig. 1:85 Sekunden haben wir gebraucht. Um in den Level
wahre Abenteurer zu werden. Okay, Club Obi-Wan, öffne dich. Der Raketenwerfer-Typ ist weg. Gut, dann hole ich den nochmal. Ja, fahr auf dem Auto rum. Super. So, jetzt Club Obi-Wan, öffne dich. Ah, ich mal gucken. Bin gespannt, was da drin ist. Also ein Bonuslevel war klar, aber... Na egal. Reparieren. Ja, natürlich. Okay, da komme ich so nicht hoch. So. So, so. Ein Speer für mich. Gib sie weg. Ich konnte gerade nicht mehr reden. Nein, hör auf mich zu schlagen. Ich hasse diese Kreissägen. Jetzt. Ups. Ja, natürlich. Schmeiß es auf die hinterste Flasche. Schmeiß die Flasche auf das hinterste Feuer. Das, was nichts bringt. Jetzt. Auf das Feuer. Kannst du eigentlich irgendetwas? Ich glaube, Indy ist blind. Genau, vor ihm ist das Feuer. Wo schmeißt er die Flasche hin? Weiß ich nicht. Irgendwo anders hin. Aber nicht zum Feuer. Und goldene Schatztruhe. 2 Minuten 4 Sekunden. Haben wir gebraucht. Okay, das hätten wir dann auch geschafft. Und dann geht es jetzt einmal zum Flugzeug. Lautes Flugzeug. 100.000 kaufen wir. Ich glaube mal eher nicht, dass es damit ein Rennen gibt. Aber ich bin ja hier, wir sind ja schon mal alles abgeflogen. Und da haben wir keins entdeckt. Das hier oben war ja für das andere Flugzeug. Hä? Moment. Ja, sag ich ja, das haben wir schon gemacht. Dort oben Okay, nee, ich dachte, ich kann das Schlauchboot vielleicht kaufen. Aber damit gibt es ja auch kein Rennen. Okay, dann landen wir hier unten mal. Mit dem Traktor dort links gibt es hier ein Rennen auf jeden Fall. Ja, okay, du kannst landen. Was brauche ich hier? Okay, Explosiv. Und wir haben alles. Ups, Entschuldigung. Okay, dann machen wir das Level einmal kurz. Ja, man braucht Indy und irgendwas Explosives halt. Zum Beispiel den Typen Raketenwerfer. Ah, da kommen Gegner.
Oh, ich habe einen Typen platt getrampelt mit den Elefanten. Soll ich mit einem Raketenwerfer abschießen? Warum laufen hier so viele Leute rum? Mir ist eigentlich relativ egal, wen ich treffe. Hauptsache, ich treffe die Gegner. Oh, das war schon. Das war ziemlich einfach und ziemlich kurz. Das goldene Schatztor. Okay, in das Hauptlevel gehe ich jetzt nicht rein. Vorher springe ich das auf. Ich glaube, da war ja auch ein ganz normales Level noch drin. Traktor 35.000. Dann machen wir einmal kurz das Rennen. Ups, nein, ich wollte nur kurz das nachgucken. Ich fahre gerade komplett falsch. Nee, doch nicht. Ich fahre ja komplett richtig. Verdammt. Mist. Okay, dann nochmal. Schon eine ziemlich verwirrende Strecke. Ob das vielleicht was bringt, wenn man bei jeder Person hier die Schlangen umbringen, damit die keine Angst mehr haben. Ob da vielleicht dann irgendwie ein Charakter oder ein Fahrzeug spawnt. Also super. Verdammt! Okay, ich hasse das Rennen jetzt schon. Okay, dritter Versuch. Lass mal da weggehen. Ey, jetzt steht er auf mir. Und ich häng fest. Vielleicht hasse ich auch einfach das Fahrzeug, weil es so langsam ist gerade. Das ist für ein Rennen echt nicht gut. So, ich wollte in diesem Part eigentlich noch ein bisschen mehr machen, außer tausendmal das Rennen hier. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, ich bin doch noch so... Alter. Dieses scheiß Fahrzeug bleibt auch einfach an der Luft hängen manchmal. Okay, da mit, nach diesem Rennen will ich nie wieder mit diesem Fahrzeug fahren. Gut, ich fahr schon mal zurück. Ich fahr schon mal zurück, sagte ich. Zurück ist halt ein Problem, weil dieses Scheißteil hier kommt den Berg da nicht hoch. Und ich fahr immer gegen den Pfosten. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Warum wurde da gerade so langsam? Okay, ja.
Immerhin kann man den Elefanten wegschieben. Sonst stünde der jetzt im Weg. Oh, okay. Immerhin Fahrzeug und Charakter. Immerhin. Ja, du kommst her. In die... Okay. Gut. Auto-Rikscha. Kaufen wir. Es fehlt noch ein Charakter. Und ich weiß auch, wer das ist. Wo kriege ich den her? Das ist dieser eine Typ hier aus dem Dorf, glaube ich. Und wo ist der letzte blaue Stein? Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Gut, ich wollte mal gucken, haben wir das Level dort vorne schon gemacht? Nein, haben wir noch nicht. Oh, ein Stein. Oder ein Felsbrocken. Ich hasse diese Kreissägen. Ah, okay. Ich dachte eben da rechts, weil da war auch so ein Teil, dass man den Felsbrocken dort reinlenken muss. Dem ist aber nicht so. Man muss sie vorher aufhalten. Das erste war sogar noch ziemlich einfach, weil ich es unbewusst gemacht habe. Hab den auch zu sehen aufgehalten. Okay, und los. Jetzt passe ich mal ein bisschen mehr auf. Okay. Der zweite Spieler da rechts ist schon gestorben. Stirbt dauerhaft. Immerhin brauche ich den nicht. Der kriegt nämlich gerade gar nichts hin. So, geschafft. Okay, die Schatztruhe haben wir. Acht Schatztruhen haben wir schon. Würde ich wissen, wie der blaue Stein aussieht, dann könnten wir das wahrscheinlich in diesem Level, in diesem Part schon abschließen. Ich schieße einfach mal ein bisschen rum. Okay, das haben wir. Wahre Abenteurer. Wie viel fehlt uns davon denn noch? Drei Stück. Okay, das heißt, ein ganz normales Level haben wir noch nicht. Mit wahre Abenteurer abgeschlossen. Ich schieße jetzt hier einfach ein paar Mal rum. Und vielleicht treffe ich ja den blauen Stein. Aus Versehen. Aber irgendwie treffe ich gerade gar nichts. Hier haben wir schon beides gemacht. Ja. Ja, das da oben haben wir auch schon gemacht. Dieses Bonus-Level sollten wir ja auch schon gemacht haben. Ja, deswegen ist auch der goldene Pfeil da. Oh, haben wir doch noch nicht, hey? Okay, haben wir das Bonus-Level denn da oben? Ja, stimmt ja, ich brauche einen Charakter mit einem Buch. Deswegen haben wir das noch nicht gemacht, weil wir keinen Charakter mit einem Buch haben. Es wird dann wahrscheinlich der Typ, der uns noch fehlt, wird dann wahrscheinlich ein Buch haben. Schätze ich mal. Haben wir das hier denn schon gemacht? Ich hab's vergessen. Ja, immerhin. Immerhin haben wir etwas schon gemacht.
Ich brauche einfach nur einen Charakter mit einem Buch. Irgendwo ist ja auch noch ein Hauptlevel, das wir noch nicht mal nochmal abgeschlossen, mit wahre Abenteuer abgeschlossen haben. Okay, da ist das Schiff. Gibt es vielleicht ein Rennen damit? Bin mir ziemlich sicher, damit haben wir kein Rennen gemacht. Okay, da weiter kann ich nicht raus. Dann schwimmen wir mal nach rechts. Oh, hier ist ja echt ein Rennen. Okay, machen wir das einmal. Und da wird dann auch der Charakter mit dem Buch auftauchen. Ich schätze mal, im nächsten Part werden wir dann auch das Super-Level, Super-Bonus-Level machen. Lenk doch nach links. Also im nächsten Part werden wir dann, denke ich mal, das Super-Bonus-Level machen. Und ich versuche in diesem Part noch die letzten Schatztruhen zu holen. Und ich denke, einen blauen Stein werden wir dann im nächsten Part finden. Das haben wir schon gemacht. Ach stimmt, ich erinnere mich gerade. Ich weiß jetzt auch wieder, welchen Charakter wir da bekommen haben. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Bereich, wo ich noch überhaupt nicht war? Oder vielleicht ein zweites Rennen irgendwo in der Luft? Nein. Ist hier oben dann vielleicht noch irgendwas? Sieht nicht danach aus, aber ich kann hier mit dem Schlauchboot fahren. Aber hier habe ich jetzt auch nichts gesehen. Diese Toilette dort. Ich bin ziemlich sicher, das haben wir schon gemacht. Ja. So, der hier hat gar nichts dabei. Warum kann ich hier längst so durch? Welchen Charakter? Ich glaube nicht, dass wir einen Charakter mit einem Buch haben. Nee, ich glaube nicht. Ach, das kann nicht wahr sein, dann fehlt doch nur noch ein Charakter. Ein Charakter, der alles löst eigentlich. All unsere Probleme. Ach, ich probier jetzt mal was. Ist das Einzige, was mir einfällt. Vielleicht doch mal alle von der Schlangenplage zu lösen hier. Das war... Egal. So, gibt drei Stück, die auf der Map.
die Angst vor den Schlangen haben. Und der Typ da oben noch. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, wir haben ihn. Dorfältester. Und ich... Ja, der hat auch ein Buch dabei. Okay, wir haben es aber immerhin. Dann werden wir in diesem Part... 2 Bonuslevel halt. Wir gucken... Ich guck mal, wie lange das jetzt hier links brauchen wird. Und dann unten gucken wir unten rechts mal. Das hier ist ja auch noch ein ganz normales Level. Da haben wir, fehlt uns dann auch wahre Abenteurer. So, mit dem Buch habe ich. Schneller, zack an. Mit einem Speer. Okay, den hole ich kurz. So. Den kann ich gar nicht töten. Nein. Jetzt kriege ich das nicht hin. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich springe jetzt direkt hier drauf und jetzt hier drauf. Ja, so geht das. Und wo muss ich diese Kiste hinbringen? Ah, hier hin. Fünf Kisten brauche ich. Ah, hier steht ja noch eine. So, packen wir da hin. So, wo führt mich das hier? Ah, nee, okay. Da hinten wird dann, denke ich mal, die goldene Schatztruhe sein. Ah, okay, ich verstehe es, was ich machen muss. Ich hätte mal nachgucken sollen, ob ich da oben eher ein Speer oder ein Buch brauche. Oder ob es völlig egal ist, wer da oben ist. Ich brauche ein Speer, okay. Und hier brauche ich dann wahrscheinlich gleich den Nee, hier brauche ich nichts oben. Hier oben ist dann auch noch eine Kiste für gleich. Und die letzte wird dann ganz links sein. Ja, super gemacht. Schön fallen gelassen. Lässt es, schmeißt das weg? Ja, leider. Sonst hätte ich jetzt direkt 2 Kisten auf einmal mitnehmen können. Ja, wollen da noch mehr Gegner kommen? Dann holen wir uns mal schnell die Kiste. So. Und dann, okay, da für ein Teil, für eine Kiste hier brauche ich das Buch. Für eine einzige Kiste. So, das. So, wir bauen das schnell. Ein Floß. Oh, hier ist einiges an Geld. Und da ist die goldene Schatztruhe. Das ist das Einzige, worauf wir es abgesehen haben. Und so. Okay, hier ist wirklich viel Geld. Das Level muss man sich, sollte man sich am besten merken, wenn man... Geld braucht. Und ja, ich habe gesehen, dass das Level, wo uns wahre Abenteurer fehlt. Aber ich würde gerne dieses Bonus-Level auch noch in dem Part machen. Deswegen machen wir das und im nächsten Part machen wir das da oben kurz. So. Und rein.
Okay, da brauche ich einen Speer. Und hier brauche ich einen kleinen Charakter. Ah, kann ich damit das Wasser erhöhen? Ja, kann ich. Ach, hau ab. Ich sollte das Wasser vielleicht nochmal senken. Okay, die goldene Schatztruhe ist dort oben. Granate. Und rechts ist, glaube ich, ein 10.000er hinter der Ecke. Ne, nur ein normaler 1.000er. Wo brauche ich einen... Wo brauche ich diese Granate? Ist der einfach nur zur Deko da, oder? Ja, scheinbar. Oh, jetzt darf ich das Wasser nochmal runterlassen. Aua. Nee, aber ich muss ja irgendwo einen zweiten Speer auch noch herbekommen. Bitte triff. Gut. Ach so, da oben. Ja, beiß mich, interessiert mich nicht. Ich visiere mal an. Ja, nicht mit der Peitsche. Mit der Granate. Hä? Warum geht es nicht? Ah, jetzt. Und Speer Nummer 2. Ich brauche das Wasser auch nicht mehr runterfahren. Aber jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt. Ah, super. Super. Und das haben wir geschafft. Ach, wisst ihr was, wir holen jetzt noch auch, jetzt in diesem Part auch noch kurz wahre Abenteurer in dem einen Level. Also wir haben jetzt mittlerweile übrigens alle goldenen Schatztruhen, wie man sieht. Dann gehen wir da kurz nochmal hoch. Holen uns den wahren Abenteurer in den Level. Und dann im nächsten Part suchen wir dann den blauen Stein. Nein. Wir suchen den nicht. Ich guck vor dem Part nach, wo der ist. Und dann starten wir halt beim blauen Stein. So, das hätten wir geschafft. Gut, dann ist das Einzige, was uns jetzt noch fehlt hier, der blaue Stein. Den suchen wir dann im nächsten Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.